Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Nebenquests gemacht. Gray hat sich uns angeschlossen. Und ja, heute wollen wir noch die Nebenquests von unserem guten alten Baldi machen, der seinen armen Adjutanten alles aufbürdet. Ja, der arme Josette, ne? Ich finde das immer wieder lustig, ne? Die Nopons haben Spaß. Ach, den Ding da. Das, was mich vernichten wollte. Baldi ist glücklich. Die können wir ja sonst vorher holen, ne? Gute Frage. Danke. Ja, aber es ist schwer herauszufinden, ob wer jetzt eigentlich der eigentliche Kommandeur ist, weil die kommt halt null wieder darüber. Aber euch ist übrigens wahrscheinlich aufgefallen, dass Lance eine andere Weste jetzt trug, ne? Ich habe mal zwischen den Folgen hier diesen Horrortrip nochmal gemacht, weil wir ja jetzt mehr Leute hatten. Ist es trotzdem sehr schwer. Ich habe es bisher immer noch nicht geschafft. Ich ändere Lance auch mal eben kurz zu was anderem um, bei der die Klasse ja eigentlich schon voll hat. So, mit Repapam wollten wir reden. Ja, Lance hat halt jetzt die rote Weste an, ne? Hab grad nochmal nachgeguckt, der hat die Klasse doch noch nicht fertig. Vom Meisterpon. Was genau braucht ihr denn? Okay, was genau soll ich jetzt sammeln? Habe ich das Zeug schon? Ich habe offenbar schon das Zeug. Ah, nee, ich müsste erstmal hier ein bisschen sammeln. Okay, das dauert. Da muss ich erstmal ordentlich ein bisschen sammeln. Das sammle ich offscreen, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf.
Weil ihr müsst euch ja hier wirklich alles in der Umgebung einmal absuchen. Mich interessiert schon die ganze Zeit, was es da eigentlich für eine Nebenquest. Also ja, Leute, ich habe da oben jetzt einmal nachgeguckt, was da ist. Und da wartet nur der Tod auf mich. Level 40er Gegner. Sind noch zu stark für mich. Ach, das ist eine Ebene höher, die Nebenquest hier. Was wollen die da überhaupt von einem? Warte mal. Welchen Helden nehme ich dann aber jetzt hier wieder ins Team? Ino natürlich. Können ich glaube ich auch wieder Inofikation nutzen? Ein bisschen haben wir. Ja, bitte. Das kostet ja nichts. Synchronisation können wir, glaube ich, auch mittlerweile wieder ein bisschen erhöhen. Wir haben ja wieder ein bisschen was an Punkten. Ja, nehmen wir mal. Müssen ja auch mal ein bisschen das Passive steigern. So. Dann verstärken wir bei dir noch ein bisschen. Ja, bitte. Und hier ist auch so eine Synchronisation 3, alle Ohnmacht. Die Fähigkeit klingt gut. Heilkraft erhöhen. Muss ich nur gucken, wie ich die Punkte noch verwerte. Ja, du bist ja eigentlich jemand, der die Wutlinie auf sich ziehen soll, ne? Dann machen wir die Blockrate auch höher. Irgendwie sind die gerade alle auf Angriff. Warte mal, wir müssen auch noch die Technik natürlich anpassen. Wir haben ja jetzt ein paar dazu bekommen. Also nicht bei dir. Wir nehmen mal hier die Ätherkollision rein. Das können wir so lassen, wie es ist. So. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen ausgebessert. Jetzt können wir hier mal weiterziehen. Ich muss auch mal ein paar Truthähne eben kurz platt machen. So, Mio. Auch bei der normalen Synchro kann man es ja nutzen. Das ist ein guter Gruppenangriff. Da ging doch recht schnell. Aber warum kriege ich für Kononi 4 hier Punkte? Die sind doch ewig weit weg. Hä? Und die hatten gerade komischerweise die ganze Zeit Schaden bekommen. So, die Urteilsklippen. Hier geht halt auch die Hauptstory weiter. Da oben wird sich gerade gekloppt. Warum auch immer. Ich finde es gut, dass ich nicht den jeweiligen Charakter, der diese Fähigkeit mitbringt, ausgerüstet haben muss. Finde ich sehr schön.
Oh, da ist jemanden, den ich dudeln kann. Also, den ich ein Liedchen singe. Hört doch mal auf, euch da oben zu kloppen. Ich komme ja sofort und mich schmied, aber hört auf, euch zu prügeln. Ich höre das von hier unten. Mann, immer diese Streithähne. Das ging schnell. So, haben wir hier jetzt einen neuen Weg nach unten, also eine Abkürzung freigeschaltet? Darauf kann ich doch gar nicht. Nee, dafür brauche ich irgendwen, damit ich da drauf balancieren kann. Die Fähigkeit habe ich noch nicht. So, wo komme ich hier höher? Da. Das wird auch wieder irgendein Held mit sich bringen, die Fähigkeit. Da kommen sie schon wieder welche. Was ist das für ein Gigantofisch? Es sind immer die Truthähne, die sich am Kloppen sind. That's funny. I'd never noticed that before. Oh, do they not have armors where you're from? Yeah, I meant getting old. Is that what that is? It's called getting old, this. That smaller armu over there. It starts little, but grows over time. Becomes like the bigger one. All the creatures do it. But we never change that much. Ah. It's such a basic fact. So why haven't we realized it before? Realization leads to hope, which in due time turns to despair. The significance of the stasis is driven ever deeper within. A moment in time, a sublime experience. That brilliance, it shines ascendant over all else. That's why it takes so much frickin' work. Working stinks. They all learn sooner or later. They learn how priceless it was, how grossly irreplaceable. The eclipse grows near. They get along nice. Must be good friends. It's funny. Just looking at these guys. It puts your mind at ease. Hmm. Is it an effect of becoming Ouroboros? Good question. Still, I think I could get used to this. Yeah. Me too. Da ist wohl was neben uns gelandet. Ich sag mal, sind wir für die einfach nur im Kino? Wir sind einfach auf einer riesen Leinwand für die.
Lasst mich vorbei. Ihr versperrt den Notausgang. Da hinten, da ist der Frachtabwurf. Mit dir will ich mich nicht anlegen. Wenn es geht. Du nimmst mich auseinander, sobald du mich auch nur siehst. Nochmal zur Erklärung, wenn ein Vieh ein Level über sich hat, das in Rot ist, dann brauche ich es gar nicht versuchen. Wenn er noch gelb ist, dann ist es im Möglichen und wenn es grau ist, dann bin ich zu stark. So funktionieren die Level, Leute, für die, die es noch nicht verstanden haben. So, komm, gibt's was Schönes? Wisst ihr, was ich nach wie vor ein bisschen langweilig finde? Klar, man kann hier mit den Klassen hier die Waffen wechseln, ne? Aber ich finde es langweilig, dass man so gesehen keine unterschiedlichen Waffen hat. Ich würde mich gerne mit dem Fisch da kloppen, aber da ist der große Fisch direkt über ihm. Obwohl, sieht der mich hier unten überhaupt? Ich glaube nicht. Komm, Fischi, Fischi, Fisch. So, wir kämpfen gegen einen Fisch zu Wasser. Hoffen wir mal, dass sich keiner der großen Fische einmischt. Wie kann ich ihn im Wasser umwerfen? Eine sehr, sehr gute Frage, Leute, ne? Wie schafft man es, einen Fisch im Wasser umzuwerfen? Ich hab's geschafft. Na gut, solange du keine Kumpanen bekommst, sollte ich dich down bekommen. Brauchen ja auch einen richtigen Kampf heute. Oh, ist der Fisch einfach. Ist auch mal interessant, so im Wasser zu kämpfen. Bei den früheren Spielen konnte man das nicht so wirklich. So, gleich gibt es eine Angriffskette, Leute. Der nächste Angriff noch. So, er ist in Ohnmacht. Wir sehen uns nach der Angriffskette. Oh, ich habe ihm gut Schaden gegeben. So, ich würde gerne mal langsam Synchro 3 erreichen. Und als Ouroboros steht man sogar auf dem Wasser. Ja, den Fisch hätten wir niedergerungen. Hat auch gar nicht lange gedauert tatsächlich. Und offenbar greifen die großen Fische echt nicht an. Die sind gerade sogar weg, warum auch immer. Ich bin offenbar nicht nah genug an denen dran, dass die denken, der ist eine Gefahr für uns. Oder ich wäre in deren Territorium. Nee, es hat doch nicht gedroppt. Was erzählt der Charakter da? Did you find something? No. Just brings me back a bit. It reminded me of someone.
Oh yeah? What is this? A Sophronia. I know that, but I've never seen one in such full bloom before. It's special. Huh? So, why give this to me? It's a treasure of mine. I'd like to go back someday, to where this was taken. It's a dream I have. Not that I have all that much time to spare. But soon. She was the one who taught me strategy, who taught me how to fight using the Mondo. Sorry. Not to worry. But why? Why did she show me that picture? I suppose she wanted to share it with you. The memory. Is that why she... You know, it's not unheard of. Huh? These soldiers. Tyon! These are your targets? Sir. Yeah. You'll handle it, right? And it's because they're consorting with enemy soldiers. If that's so, shouldn't we question them first? You're a hell of a stickler, aren't you? I could just go and do it the K way. Forget it. There's just no zest. This time, I'm gonna take a different angle. Consul? Let's do this, Izzard. Go on, spill it for me. Give me all your feelings deep inside. Never seen this place before. Ich dachte, ich mach mal mit. Ne, der Baum, der ist schön. Das steht außer Frage. Ja. Ich würde sagen, für heute haben wir hier genug durchgemacht. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Xenoblade Chronicles 3. Tschüss.